Geht das? Achso, nee. Ich wollte mal gucken, was du hier so gern, Junge, was ist denn da? Da ist schon ein Ritt hier raus, auf jeden Fall. Ja. Was geht mit dieser Güllepumpe da? Der Jugendsinne. Das ist eine BMW von meiner Oma, die ich mal so... Da sehe ich doch eine drauf. Leider umgebaut habe, ja. Aber es war nach einer Zeit noch. Die kann man aber extrem geil umbauen, ey. Ja, aber die fährt wie ein Scheißhaus halt so, ne? Ja, natürlich, also die fährt man, PS oder so, die fährt man noch nur für den Look. Aber ja. Ja, kleiner BMW. Ja, BMW, ja. Können wir Lader drauf hängen. Ja, die ist von Oma und dann habe ich die irgendwie, aber die Serie halt so heftig blöd aus, dass habe ich das halt so in die Richtung umgebaut. Kannst du jetzt nur dich auch nicht von trennen, weil gehört halt Oma, ne? Bei Oma wird es in absehbarer Zeit zu Ende sein, ja. Aber fährst du geil mit? Also fährt ganz witzig, weil ich bin jetzt 5, 6, 7 Jahre nicht gefahren tatsächlich. So sieht sie auch aus. Ja, ich muss zugeben, sie war eigentlich zugedeckt. Ich habe sie jetzt vor euch abgedeckt, weil ich wusste, dass Philipp einmal drauf zu sprechen kommt. Na, echt? Ja. Ja, siehst du, hier ist der Fettlaken eigentlich dafür. War so drüber. Ey, Praline mit dem gelben Scheinwerfer, Alter. Ja, das musste früher sein. Ne? Hatte ich am Auto auch, weiß ich auch nicht. Musste irgendwie bei uns. Ich nochmal ein Video sehen, wie wir mal damit rumfährt, ne? Eigentlich schon. Gibt's da ein Video von? Boah, ja, mit so einem Scheißhaushelm, also das ist eine Weile her, müsste ich mal gucken. Mach die Wheelie mal raus, bitte. Mach die mit einem Wheelie mit 28 PS? Mit na, ganz viel sein. Guter Laune, wenn einer vorne anhebt, vielleicht, aber geil. Eher schwierig. Was machen wir? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch einen Zwischenstand von Marius Golf gewünscht. Den haben wir uns auch gewünscht. Meine Frau auch, ja. Ja, und da sind wir. Auto ist immer noch weiß. Sind schon ein paar Sachen dran. Steht immer noch auf orangen Böcken. Genau. Steht immer noch auf orangen Böcken. Hat eine Scheibe. Hey. Hat immerhin schon eine Scheibe. Ja, Gott sei Dank ein bisschen mehr als eine Scheibe schon. Da haben die Leitgas-Jungs auch tatsächlich neulich schon nachgefragt. Ich erinnere mich aber gar nicht mehr, was sie gefragt haben. Okay, bei mir nicht. Julian hat sie auch drin schon, ne? Tschüss. Julian hat sie auch drin und ich, ja. Aber passt soweit alles? Ja, super. Also ist ja nur mit Dichtung einziehen halt. Ich hatte ein bisschen Sorge mit dem Dach. Mhm. Aber weil ich nicht wusste, ob wir da genau so zu 1000% die Position getroffen haben. Aber hat super gepasst. Aber auf jeden Fall jeder, der von euch auch so eine leichte Scheibe haben will, Leitglas, sind sogar auf Lager. Was waren das? 2 Kilo, glaube ich, leichter. Ja, 2, 2,5 Kilo, weil es einfach dünner ist. Mit Zulassung, mit TÜV. Einzige Teil an dem Auto mit TÜV. Ja, und vielleicht der Käfig noch mit dem Zertifikat, ne? Dann verlässt es uns auch schon, glaube ich. Aber das muss man Stabus schon sagen, der sieht schon geil aus, ne? Ja. Also gerade so diese Art und Weise der Schweißnähte bis heute, wo ja der eine oder andere denkt, wir auch dachten, es wäre punktgeschweißt, ist es ja aber eigentlich nicht, ne? Es ist ja nur mit Intervall geschweißt. Er hat es mir erklärt, aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder. Also ich kann es nicht so wiedergeben, wie er es getan hat. Wenn man das Auto jetzt hier so stehen sieht, eigentlich auch viel zu schade, einen Meter mit zu fahren, ne? Weißt du, aber eigentlich ist ja der Arbeit schon immer zu schade gewesen, ja. Und hier ist es ja nochmal eine Note besser. Aber wir haben auch schon viele geschrieben tatsächlich. Weil, aber weißt du, wenn ich hier so, weißt du, viel mehr nur mal so... Dann war ich noch zu geizig für bisher. Die muss ich mir noch gönnen. Im Prinzip schon, aber irgendwie lebt es ja davon, dass wir es bewegen, so, ne? Also ich würde es schon gern wieder f***en, ehrlich gesagt. Ist halt ein Rennauto. Ja, der Untergrund wird natürlich leiden, das sehe ich kommen, aber... Es war auch eigentlich so geplant, dass ich dann alles nochmal Alex schicke und verzinken lasse und so. Aber wenn du so ein frisch lackiertes Auto hast, dann hast du dann so eine alte Gammelschraube in der Hand. Ist das irgendwie schwierig. Wir hatten Alex mit eingeladen zum Wörthersee. Ja, oder ich auf deinen Rücken. Achso. Weil er uns einfach so viel geholfen hat in den letzten Monaten, muss man einfach sagen. Auch so wirklich einer der zuverlässigsten Jungs, den ich so in den letzten Jahren kennengelernt habe. Und das Ergebnis ist folgendes. Am Ende verzinkt mal einmal alles. Ja, ich habe leider kein Vorher mehr. Sind das alles neue Schrauben? Nee, die sind teils. Also weil sowas ist ja schon alles alt. Das ist alt. Das ist alles alt. Die Türschlösser sind alt. Das geht irgendwie. Also das Kunststoff, also er schmeißt das so komplett rein. Fand ich faszinierend. Fangbänder sind alt. Also es gibt einiges reproduziert neu, aber ich kenne es ja beruflich von den Bussen. Repro ist halt leider oft Käse. Und deswegen habe ich so gedacht, klar, man sieht ja an dem einen oder anderen Schraubenkopf ne, die Vergangenheit, aber es sind tatsächlich wirklich einige Schrauben entfallen, obwohl das in meinen Augen ein Normteil ist. Aber es ist wirklich, gut, die hier ist grenzwertig, so eine würde ich jetzt auch nicht mehr reindrehen. Tatsächlich, das habe ich jetzt hinterher erst gesehen. Aber ja, das was ging, habe ich neu gekauft, aber es ging leider nicht ganz so viel. Er packt die ja schon in einem Bad zum Entrosten und die bleiben halt so lange drin, bis Rost weg ist und dann ist halt Loch da. Also meistens sieht man es vorher sogar gar nicht.
Also alles, was Achse ist, sind tatsächlich jetzt auch neue drin. Ich hatte auch ein paar zu viel ihm geschickt, muss ich zugeben. Wobei, wenn sowas hier noch den Motor mit Getriebe verbindet, finde ich es noch okay. Aber jetzt Achse würde ich sie nicht mehr reinmachen. Ja, das ist alles schon auch neu verzinkt, neue Belge, neues Schmierdings drin. Und das ist verzinkt. Auch verzinkt, ne? Mhm. Weil ich wollte ihn nicht pulvern wegen diesen ganzen Passflächen und so, hatte ich keine Lust, das hinterher irgendwie wieder freizuschleifen. Und er sagt, ja, schick's her, dann machen wir es schwarz. Das habe ich mit dem Bremser denn eigentlich auch vor. Mhm. Ja, und sieht gut aus. Ja, so, und dann, ja, dann kommt halt eins zum anderen so, ne? Oder am Ende dann hast du so einen frisch verzinkten Halter und nimmst halt nicht deinen alten Bike wieder, ne? Dann Katastrophe, wirklich. Wie oft ich abends nach Hause gefahren bin, weil du nicht weitergekommen bist, weil ein Teil fehlt, ja. Du kennst es selber. Ne, jetzt geht's hier noch, ich habe so 5 Kilometer nach Hause. Nur. Ja, aber wenn ich jetzt bei euch, ist ja mal eine halbe Stunde zur A-Los. Ja, ja, klar. Das ist aber auch der Grund, warum ich aktuell relativ wenig an Limo weitergemacht habe, weil da wäre es mindestens genauso schlimm. Ich müsste immer 5 bis 10 Kilometer zur Firma hin, zurück, dies, dann hast du da was liegen, hier was liegen. Dann haben wir seit wirklich letztem Jahr Mai so eine Baustelle vor der Tür. Muss ich einen riesen Umweg immer fahren und so dauert das halt alles. Ja, die Fahrerei ist ein bisschen länger. Da hat man hier Werkzeug, da Werkzeug, Elektrokasten da, Metallbearbeitungskasten da, die Zange hier. Und so hat 5-mal so viele Teile wie der Golf. Mal mehr am Schrauben als am Fahren. Obwohl das ja hier schon eine leere Bude ist. Andersrum meinst du. Trotzdem. Mehr am Fahren als am Schrauben. Ach so, ja. Und Alex ist schon, das ist schon mega gelaufen. Ne? Du schickst ihm das ja, du weißt das selber. Und er macht es gefühlt am gleichen Tag. Ja, ja. Schickst abends wieder zurück. Also beim Verzinken habe ich am wenigsten Teile oder Zeit verloren. Aber jetzt ist manches beim Pulvern. Jetzt könnten auch Leute sagen, ich habe ein halbes Jahr nichts gemacht. Da hätte man das eigentlich schon machen können. Ja, aber ich habe halt ein halbes Jahr nichts gemacht. Also habe ich auch nichts verzinken lassen. Ja, hat es genug anderes zu tun. Ja. Ein paar Kinder als Nachbarn hast du ja auch. Ja, jetzt passt sich da natürlich immer genau. Wenn dann die Kamera da ist, dann ist auch ein Kind da. Ne? Die Halle hier ist auch schon länger. Die habe ich tatsächlich, also wir haben hier, das war die erste Wohnung meiner Frau und mir, 2011. Ich hoffe, es bringt mich jetzt nicht um, ich meine, es war 2011. Und seitdem habe ich auch diese Halle. Ne? Und weil ich zahle hier, muss ich zugeben, relativ wenig und das aufzugeben wäre dumm, weil du kriegst hier eigentlich nichts bei uns. Ja. Ne? Hast sonst aber auch mehr hier immer fertiges Auto drin stehen gehabt. Und so. Eigentlich stand hier ausschließlich die Limo. Ja. So, ne? Und halt der Anhänger, das ist ja nur des Kennzeichens wegen der Anhänger halt da. Ne? Aber ganz viele regen sich ja mal über den Was ist denn da für ein Kennzeichen dran? Ich will mal kurz zeigen. Sonst hätte ich diesen Anhänger nicht, weil er nimmt eigentlich nur Platz weg. Aber man kriegt es halt leider aktuell nicht umgemeldet. Könnte ich mir auch am Golf vorstellen. Irgendwie. Ja, ich könnte mir besser am 3er vorstellen, auf dem 52er oder 54er Rohling, ne? Aber ja, auf Oma wäre natürlich auch saftig. Ja, vor allem das Schild würde sogar tatsächlich noch geiler aussehen, H-Kennzeichen wieder, ne? Mhm. Mit der H am Anfang und am Ende. Wäre schon. So, mit dem neuen Turbo oder H-Kennzeichen, wer kennt's nicht? Nee, und darum habe ich die und habe sie dann irgendwie aufgegeben. Und jetzt war das halt so eine Zwischenlösung, bis bei dir hallenmäßig wieder Kapazitäten da sind, ne? Weil mich hat es jetzt schon irgendwie wieder gepackt und ich wollte es zusammenbauen und oder zumindest mal anfangen. Ne? Motormäßig oder so werden wir es hier vermutlich nicht zu Ende bringen und Elektrik auch nicht, aber erstmal so ein. Der Motor müssen wir uns im Laufe des Videos noch angucken. Ja. Da geht es ja noch weiter. Ich hoffe, da ist noch was da. genau. Letzten Monate aber wenig passiert. Ja, also wir haben ja, ich habe es neulich schon mal aufs zweite Kind geschoben, da hat meine Frau ein bisschen allergisch reagiert, weil sie. Vorrangig ist natürlich immer, ich gehe arbeiten und die Frau ist, ne? Aber es hat schon Kapazität gefressen, zweites Kind. Das habe ich unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und habe dann auch irgendwie nach der Essen-Motorshow einen Hänger gehabt, muss ich zugeben. Weil ich habe ja wirklich vor der Essen-Motorshow, ich bin jeden Tag zum Lackierer gefahren und habe wirklich jetzt der Essen-Motorshow solche Finger gehabt, weil überall Blasen waren von diesen ganzen Sickenschleifen und so. Da habe ich echt auch erstmal die Klappe voll gehabt. Ja, die 6 Wochen vor der Essen-Motorshow sind bei uns leider immer wirklich so die Vollhülle. Ja. Nee, aber weil einige sogar dachten, wir hätten uns gestritten. Oder ja, stimmt. Ich gab auch viele Kommentare und so weiter. Nee, war einfach nur rein. Tatsächlich nicht. Aber auch das zweite Kind wird größer, die zweite Tochter. Und die fragt dann natürlich immer, warum ist Papa nicht da und so. Ja, hast du auch ein bisschen... Du gehst mit Bauchschmerzen aus dem Haus, so muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich schrauben gehe, will ich gerne schrauben gehen, weil es mir Spaß machen soll. Wenn es mir keinen Spaß macht, schließe ich ab und fahre nach Hause. Und dabei soll es auch bleiben. Es ist und bleibt ein Hobby für mich. Für dich ist es noch ein bisschen mehr als für mich, aber... Bin ich aber 1:1 bei dir, weil sag ich ja aktuell mit Limo zum Beispiel genauso. Ich habe mir auch gesagt, genauso wie ich es beim Lambo seit Jahren sage, es soll Spaß machen, das Ding zusammenzubauen und nicht jetzt irgendwie das Auto zusammenbauen, wenn man weiß, der Motor wird eh nicht funktionieren, auseinanderfliegen. Dann kann ich es auch gleich einfach sein lassen, weil das war meine Zeit dann auch zu schade. Und so ist es halt auch genauso bei diesem Auto. Die letzten Schritte, die jetzt am Auto noch gemacht werden müssen, muss man halt eigentlich auf einer vernünftigen Hebebühne alles in schönen und so weiter. Ne? Und dann unterschätzen die Leute halt auch noch, was dann nochmal dazu gehört, das mit der Kamera zu begleiten halt. Ne? Ja, das kommt eh nochmal dazu. Das ist natürlich dann eh nochmal mindestens Zeitaufwand Faktor 2, aber wir sind ja wenigstens so Realist, um zu wissen, für uns fängt ja so ein Auto erst an, wenn es fährt. Mhm.
dann kommt ja immer erst die richtige Scheiße, ne? Weil dann ist hier was undicht, da geht was kaputt, hier baust du nochmal was um, nochmal Motor ziehen, nochmal wieder einbauen, ja. Nochmal ziehen, kaputt gemacht, lackieren. So, und das ist ja eine Endlosschleife. Ja, ist, brauchen wir nichts vormachen, ist halt einfach so. Und jeder, der so ein 1000 PS Auto hat, weiß das auch, ja. Dass so ein Auto einfach niemals fertig ist. Es ist wirklich... Meine Frau sagt immer Wanderbaustelle. Ja, und ein Bühnenfahrzeug halt, ne? Weil, ja. Wie gesagt, zu den die 10 Jahre lang, die ich mit Limo unterwegs war, stand das Auto wirklich 80% auf der Bühne. Ja. Die Chance, dass das Ding mal länger als 2 Wochen auf eigenen Rädern stand, ist relativ gering. Das wiederum finde ich eigentlich auch ganz cool bei Oldtimern. Natürlich hast du in Oldtimern nicht jetzt irgendwie 5000 PS, aber wenn du den einmal fertig machst, in der Qualität, ja. Wie wir es machen, ist es dann halt auch fertig. Ja, dann fährt's halt. Weil hier ist es jetzt ja schon so, wenn man ehrlich ist, da gehen einem ja dann auch irgendwann schon die Gedanken und Ideen aus, ne? Ja, so langsam. Also es gab jetzt schon einige Sachen, die ich gemacht habe, wo du dann Veto eingelegt hast, die ich wieder umgebaut habe. Ja, eine Idee, die ich gerade kriege. Eine Idee wurde verglichen mit Leder auf der Motorabdeckung. Ja, ja, das Ding war so durch. Das haben wir gleich im Keim erstickt. Ja, schon ganz gerne. Wenn du da jetzt mal reinfilmst, kommt der Shifter, hat so ein bisschen Elektrik drin, weil der Schaltanzeige vorgibt, welcher Gang gerade drin ist. Ja. Hier drin vorne am Tunnel kommt ein Kabel raus, genau. Genau, da ist ein kleiner Poti drin, der erkennt, in welchem Gang ist. Ja. Marius wollte dieses Kabel auf dem lackierten Tunnel verlegen und wollte sich dann so einen Kabelkanal nehmen und das in Alcantara beziehen. Hä? Ich fand's okay, Ron fand's also auch hier, okay. Hier, da so drauf. Ja, ich verstehe das schon. Festhalten, ja, ne? Da so, ja. Auf diesem, Stunden, Wochen, Monate lang hat er diesen Innenraum geschliffen und glatt gemacht und verzinnt und nochmal ein Blech drauf und jenes. Da gehört gar nichts drauf. Vor allem, Alter, da brauchen wir nichts vormachen. Weißt du, der Kabelkanal da aussehen würde, jetzt wo ich die ganzen Wellen da sehe? Ja, der liegt so da ja mehr Liane drauf. Da drauf, ne? Ja. Ja, okay. Das kommt dann halt noch erschwerend hinzu, dass man dann irgendwelche Bilder in eine Gruppe stellt und dann gibt's erstmal welche ins Gesicht und dann bringt man das Tafel um. So, das ist halt so. Aber es lebt ja auch so ein bisschen. Ja, es ist ja natürlich. Auch witzig. Und man will es ja sonst auch immer fertig haben und sieht das gar nicht mehr so. Ne? Was ich hier gerade gesehen habe, wo ich ein bisschen lachen musste, nächster Servicetermin. Ja, den muss ich noch eintragen. Da wollte ich eigentlich so Geburtstag meiner Kinder oder so rein, aber ich lege auch sowas wert einfach. Ist theoretisch Quatsch, diesen Aufkleber da wieder hinzukleben. Ja, ich fand es aber witzig. Ja. Es sieht jetzt gerade aber eigentlich fast so aus, als wenn eigentlich alles neu wäre daran, was du angebaut hast. Also ich habe eigentlich nichts aus dem Regal genommen und es einfach wieder angebaut, ja, tatsächlich, außer vielleicht die Rückleuchten. Also zumindest aber schon alles. Die wird hier alt sein oder ist sie neu? Nee. Ist auch neu? Beide neu, Kofferraum neu, Frontscheibenwischer. Aber das ist ein Classic Parts oder wo, ja, kriegt man so Dichtung noch her? Auch, ist, ja, du musst sie selber kürzen, sie ist ein Stück zu lang. Mhm. Da ein bisschen Messer so. Egal. Macht nichts, Hauptsache Kabelkanal. Classic Parts, ja. Nix, Hauptsache halbe Meile am Ende nochmal einmal. Ist Classic Parts, Oldtimer-Werk, so jetzt ohne Werbung zu machen, aber das sind so die Anlaufstellen. Ja. Was kostet eine Tüte? Ist nicht billig, weil sie halt von Classic Parts, glaube ich, produziert ist. 70 Euro, mhm. 65 Euro. Okay, aber es ist ja noch im Rahmen. Aber du siehst halt die alte, die war ja auch hier verrostet. Das war ja, eh nicht in Frage, weil der Kern gerostet war. Der war ja aufs Auto übergegangen. Ja, rastet, der rostet. Genau, das hast du den von dem oder? Nein, aber witzigerweise heute den ganzen Tag im Büro irgendwie 10-mal dieses Buch gemacht. Ach, von, ist ja, auch von ja, passt schon, passt schon. Ja, so zieht sich's dann irgendwie halt durch. Und so kommt da das Hundertstel zum Tausendstel. Alter, ne? Ja. Genau, dann passt halt die Dichtung hier nicht am Käfig und man kann es natürlich und deswegen oben auch nicht und da nochmal nicht. Also diese Tür und das sieht halt keiner. Ne? Genau. Das ist halt. Und ganz gefühlt 2 Stunden lang machst du so eine Türdichtung nur. Ne? Und dann nochmal die andere Seite. Weil es halt eigentlich Rennfahrzeuge sind. Ne? Deswegen die meisten will die Dichtung einfach weglassen und fertig. Ja, oder draufschlagen und fertig. Aber ja, ich wollte es jetzt halt wirklich einmal eigentlich so haben, dass ich dieses Auto hoffentlich, wenn ich es nicht kaputt mache, nicht mehr anfasse. Und Radhäuser, echt Hammer zu fahren. Ja, da ist ja ein Steinschlagschutz drin. Ne? Und ich würde da jetzt nochmal so ein, da muss ich mit Mike nochmal sprechen, also auf der Arbeit benutzen wir was anderes als er. Ja, da müssen noch Stopfen rein. Ich will erst konservieren und dann stopfen. Vielleicht mache ich da noch transparenten Unterbodenschutz rein. Ich muss mal gucken. Vorne kriege ich auf jeden Fall wieder Rathausschein. Aber ich weiß, ich werde nach einem Jahr heulen. Wenn ich in diese Rathäuser gucke, wirst du vermutlich sprechen kriegen. Wir werden es mal sehen. Ja. Oder nach einem Wochenende wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, Max wollte mit dem BMW nicht zum Wettersee fahren, wenn es regnet. Weil ich weiß noch, als ich mein allererstes Rennen überhaupt, was ich gefahren bin, da habe ich dann eine halbe Meile Gas weggenommen und es hat geknallt im Auto. Also ich dachte, es ist irgendwas auseinandergeflogen. Es waren aber einfach nur die Steine, die überall prasseln. So, ja. Und jetzt kommt aber folgender Punkt. Slicks. Und du fährst das erste Mal ohne Teppich. Du hast ja bisher immer noch einen Teppich drin. Wahrscheinlich hast du jetzt das Gefühl, bei 8,5, das fällt alles raus. Oder was ich weiß nicht. Der Unterschied mit Teppich und ohne Teppich sind Welten. Obwohl das wirklich Filz war, aber es war immerhin noch ein bisschen Teppich. Ne? So, das sind wirklich. Ja, und so verbringst du halt irgendwie Arm für Arm. Ne? Jede Niete auch mit ein bisschen Wachs angesetzt und unter den Verbreiterungen schon konserviert. Und ja, halt alles so Sachen, die irgendwie sich ziehen. Ne? Das ist aber alt. Das ist alt, das gibt es leider nicht mehr im
gut, also vielleicht schon, dann kenne ich die Quelle nicht. Die Verbreitung ist ein Riesenthema, das ist Goldstaub, diese G60-Verbreitungen, die das in dem Fall sind. Der Schweller ist noch GTI und so, alle gleich, feiernd Eis und so. Aber der G60 hat andere Verbreiterungen, die sind breiter, die brauche ich auch wegen den Slicks. Kriegst du auch nicht mehr neu. Also gibt es Classic Parts irgendwie, es heißt immer, die legen die mal wieder auf, bislang ist nichts passiert. Und wie hast du die aber so schön gleichmäßig schwarz? Schwarz so Seitenglanz wieder? Ja, mit so einem Hubglanz halt. aber ist schon irgendwas drauf. Aber das bleibt so oder ist das nach zweimal Waschen weg? Ja. Das ist wie Haargel, das reibst du drauf und das hält echt ein das halbes Zeug, Jahr. Was an, Messen, an der Messe auch immer überall drauf schmiert. Ja, das schmier ich. Also zu Hause benutze ich es nicht mit der Frau, aber sonst. Was? Was? Ja, es ist halt echt so. Oh, ja. Genau, diese Konsistenz halt, ja. Verstehe. Ja, aber sieht schon wieder halb nach Auto aus. Ja, Pedalerie war halt ein Todesakt, weil diese Lenksäule da wieder durch muss. Was guckst du? Ich finde geil, wie gerade dieses Dach so ist. Wenn jetzt hier so mit der Lampe so drauf guckst. Ach so. Ja, es sind, glaube ich, so ein, zwei Dinger drin, wenn aber ich so die, so die anderen, wenn ich so Carbon-Teile gewohnt bin, ist das von Artium schon immer wirklich, auch den Übergang, finde ich, ist schön geworden. Ja, der ist, ja, man sieht ihn halt, ne? Aber es war ja so geplant. Ich wollte es halt nicht anspritzen. Wir hätten es auch spachteln können, ja. Ich war damals auch keine Zeit mehr damit, Max. Wir sind dann wirklich bis zum letzten Tag ja im Auto rumgemacht. Und ich finde halt auch, bei einem Rennauto darf man es halt auch sehen, dass es Carbon-Dach ist. Ich finde es. Weil ich sag nur 24 Stunden Rennen, du hast ja gesehen, wie da so gearbeitet wird. Ja. Ja, Pedalerie. Ja, Pedalerie, ein Riesenthema. Also ich wollte ja unbedingt diesen clean Motorraum haben, also Bremskraftverstärker weg. Dann diese Lenksäule, also Sitz ist jetzt noch zu tief, der muss noch höher. Geil, richtig. Lass uns mal tauschen, geh du mal gerne nach da. Was hast du gerade gesagt? Sitz ist zu tief? Ja, der muss noch ein bisschen hoch, ein Ticken hoch. So, somit muss der Lenkrad aber auch ein Stück runter und ich musste mit der Lenksäule genau zwischen Bremse und Kupplung treffen. So ist es Serie auch. Es war die Hölle. Und original ist die Lenksäule nochmal in die Pedale gesteckt. Das ging jetzt ja nicht mehr. Also habe ich sie hier nochmal aufgenommen, die Lenksäule. Und halt Halter für gebaut. Die muss ich jetzt noch pulvern lassen. Das ist noch nicht final. Und boah, ich weiß nicht, wie oft ich diese Pedale ein- und ausgebaut habe. Das war so mit der Schlimmste. Und hier oben sitzt jetzt halt so ein Behälter, wo ich dann die Flüssigkeit. Aber da kommst du ja sogar noch richtig gut ran hier, ne? Ja, also, weißt wenn ja, diese Blende da raus ist, geht's. Ja. Ne? Machst hier, du kannst ja die Blende mit so ein paar Schnellverschlüssen oder so machen. Ja. Geil, okay, also Waagebalken ohne Bremskraftverstärker. Ja, fahren wird es vermutlich Käse, ne? Das ist ja so die X-Bow halt, ne? Ja, aber die eigentlich Rennfahrer finden es halt geil, weil es ist halt so, wie aber du reintrittst, bremst es auch, ohne Verstärkung. Ja, aber du musst halt reintreten. Ich bin ja fahrerisch nicht ganz so auf der Höhe wie du. Also mir reicht ja schon, wenn ich einen Gang reinkriege. Guck mal, wie es jetzt mit dem Bremsen ist. Weil das Coole ist halt, du kannst halt in dem Moment von vorne nach hinten drehen. Ja, da muss ich mir noch so einen externen Versteller machen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, ja. Aber Shifter fake, also. War auf jeden Fall der richtige Weg, den von unten so drunter zu setzen und nicht wie alle oben draufschrauben. Ne? Ja. Aber da musst du auch wie Danny so anfassen, ne? Ja, ich bin der fast bis unten an, ne? Tatsächlich. Jetzt zieht die unten an mir, weil er ist schon geschmackes hinter. Aber Sitz höher machen? Ich finde gerade geil. Ja, Tucken. Also man kann es so lassen oder noch. Also mit dieser Konsole geht es jetzt nicht höher, aber Anymail sagte, wir können das auch nochmal nachbessern. Er steht auf jeden Fall noch zu weit links, das sieht man jetzt gerade nicht, aber wenn du sitzt, sitzt relativ dicht am Kreuz, muss ich noch ein bisschen rüberschieben, das geht auch. Und dann ist jetzt im Innenraum eigentlich schon, also ich kann jetzt als nächstes halt Bremsleitung machen, die Hinterachse ist noch beim Pulvern. Steht er so fest, dass ich wieder reinsetzen kann? Ja. Du kannst dich da reinsetzen, ja. Also die Gurte einmal alle so weglegen. Ja, da muss halt noch so eine Einlage rein. Habe ich jetzt noch nicht gekauft. Du wirst so heulen, wenn er das erste Mal hier 300 mitfliegst. Alter, den will ich auf gar keinen Fall höher machen. Ja, aber genau wenn du denkst, dass hier die Türkante ist, glotzt halt genau richtig. Wenn man von der Seite drauf schaut. Das ist halt so richtig, weißt du, so vom Kartfahren, da rutscht man ja auch immer so ins Kart rein. Und guck mal, das ist halt Scheibe, ne, so. Ja, also jetzt gerade sitze ich natürlich zu tief, aber wenn du gerade drin sitzt, ist es so, ist genau richtig. Alleine wegen Helmfreiheit. Ich würde den auf gar keinen Fall übermachen. Ah ja, okay. Ja, gucken wir mal. Für kein Geld weg. Und es ist gerade geil, wenn man so im Auto so tief sitzt. Die meisten kriegen es nur so tief, aber gar nicht hin, weil der Sitz dicker ist, weil die Konsole nicht runtergehen soll. Ja, war ein ganz schöner Akt. Also wenn ich das mit den Pedalen so geahnt hätte, hätte ich es tatsächlich auch nicht gemacht. Aber jetzt links heute, du willst Servo jetzt doch rauslassen. Ist jetzt ganz ohne Servo. Ja. Weil eigentlich hattest du ja vor, die Elektro-Servo. Ja, aber ich habe mir dann gedacht, wann nutze ich es überhaupt noch? Ich weiß, wir fanden es beide witzig. Ich fand es auch bis zum Ende hin witzig. Aber das sind irgendwie nochmal 3-4 Kilo, die ich da einfach spare dafür, dass ich glaube, ich komme auch ohne klar. Ich würde den sogar noch tiefer machen. Jetzt. Tiefer als es geht, aber auch viel. Ja, da war ich erst. Dann habe ich da drin gesessen. Voll geil. Und da war das Lenkrad runter. Ja. Weil du willst jetzt ja nicht hier so beim Ein- und Ausparken, weißt du, guck, ist ja scheißegal. Ja, du willst ja einfach nur am Hebel ziehen.
Weil wenn es dann final ist, dann muss ich jetzt noch einmal gucken. Das kann ich ja alles universell verstellen. Ne? Ja, ich bin auf den ersten Moment gespannt, wo du die Nägel ziehst. Ich auch. Vielleicht rasiere ich auch direkt die Zähne und das ist, wir fahren direkt wieder nach Hause. Nee, also da ist es zum Glück eher so. Das knallt auch richtig, wenn du da ziehst, das hält richtig in der, muss man dann das hörst du halt richtig laut in der Blechbüchse. Und die ist nicht mal, was meinst, wenn Türen noch zu sind? Mhm. Hält das noch mehr. Nee, es ist tatsächlich eher so, dass du, dass ich kann es mir bis heute technisch nicht erklären, weil ich denke immer mit dieser Wählscheibe da drin, dass wenn Zahn auf Zahn steht, würde ich immer denken, dass die Wählscheibe gar nicht weit genug geht. Mhm. Also ich würde immer denken, wenn du den Hebel bis ganz hinten ziehst, dann muss auch entweder der Gang reingehen oder ich kriege das Ding gar nicht nach ganz hinten gezogen. Es ist aber nicht so. Also du kannst auch dran ziehen und der Gang geht nicht rein in dem Moment. Okay. Aber ich glaube, es ist in dem Moment dann so, du ziehst, kommst gegen und die Wählscheibe geht nicht weiter, sondern geht einfach wieder zurück. Also du willst von 2 in 3 schalten, 3 geht nicht rein, das heißt, er geht wieder zurück zwischen 2 und 3 und dann ziehst du nochmal, um den wieder reinzukriegen. Ja, solange er dann nicht in 1 zurückgeht. So. Wir werden sehen. Ja, jetzt muss ich halt als nächstes Bremsleitung bauen. Also ich will jetzt schon irgendwie probieren, dass zu den PS-Days da möglichst viel vorhanden ist von dem Auto. Scheiben hinten noch einkleben, das wird auch nochmal ein Drama, weil ich die Scheiben anders vorhabe. Original sind die ja in der Dichtung. Das war wieder eine grandiose Idee von Herrn Kess. Nicht, dass ich hier immer eine Idee bin. klebt die doch ein, ist doch viel geiler und spart nochmal das Gewicht der Dichtung. Ist auch okay, bis so eine Schablone aber da war, habe ich echt 4 Anläufe gebraucht. Die passt jetzt aber. Und diesen schwarzen Rand, die ist jetzt leider schon sehr, sehr zerkratzt, weil sie schon 5-mal runtergefallen ist. Diesen schwarzen Rand haben wir mit Primer gemacht und die will ich jetzt tatsächlich einkleben. Ja, du kannst ja mal ranhalten und dann könnt ihr mal sagen, ob das eine doofe Idee war oder ob es am Ende geil aussieht. Ja, das sah schon irgendwie ganz nice und modern aus. So. Genau, viel neueres Auto. Ich hätte es beim Arbeitlieben gerne so gemacht, geht aber nicht, weil man hier eine Türdichtung hat. Das heißt, um die Scheibe rum bleibt die Dichtung auf jeden Fall. Und geht dann da rein. Ich hätte nur den Rand jetzt noch ein bisschen breit gemacht. Der kann noch ein bisschen schmaler. Das muss ich noch machen. Und dann weil das ist dann ja die nächste Sache, ne? Wie willst du die in der Tür machen? Auch kleben. Die Tür mit der Dichtung oder ohne? Nö, alles ohne. Dann weg. Von außen drauf. Mhm. Ohne Spiegel, ohne alles. War ja eh keine Maschine. Also das ergibt so eine Fläche dann. Only for race. Die Straßennummer ist eh durch. Haben mir auch viele immer geschrieben, schade, dass das Auto nicht mehr auf die Straße kommt und so. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den Reiz da so ein bisschen dran verloren habe. Der Audi fährt sehr gut auf der Straße. Den fahre ich auch gerne. Aber mit der Ballerbude, der da jetzt nochmal irgendwie... Och nee. Ich glaube halt, viele glauben auch nicht, was 1000 PS und 1000 Kilo halt so auf der Straße, was da so geht. Das ist, lege ich ehrlich gesagt gar keinen Wert drauf. Nee, ich glaube, du kannst es auf der Straße auch gar nicht fahren. Davon mal ab. Aber du siehst jetzt, dass der Sitz noch zu weit hier steht, ne? Also der Stuck muss noch rüber. Ich habe gerade schon Ellbogen raushängen hier quasi. Ja, schon die E46-Stellung hier. Voll geil. Ich würde ihn echt ganz runter machen und würde die Lenksäule auch noch tiefer. Das kann ich jetzt noch machen, also je nach... Das ist idealerweise gerade so gegen das Display. Nach vorne musst du eh nicht gucken. Ja, da fallen nur 800 Meter geradeaus. Ja. Ich weiß noch früher zu Golf 2 Zeiten mit Originalsitzen, weil immer jeder, der mit Tuning mal angefangen hat, hast ja nicht sofort andere Sitze reingebaut. Da hat man Hammer die Konsolen abgeschnitten. Das war das erste, was ich gemacht habe. Konsolen ab und Schalthebel ab. Weil ein kurzer Schalthebel waren gleich 10 PS. Wichtig waren auch Nebelscheinwerfer, mussten den ganzen Tag leuchten und so. Ich habe das auch alles durch. Ja, wir gucken mal. Was haben wir hier noch so? Ja, sonst Fahrwerk ist geblieben. Ja. Es ist ja immer noch. Fahrwerk hängt. Genau, H&R, Achse halt alles so ein bisschen neu gepulvert, Lenkgetriebe optisch aufgefrischt, Motorlager gelassen. Batterie da vorne hin verlagert jetzt, Ausgleichsbehälter da oben hin verlagert. Warte. Achso, du bist noch bei dem Schuh. Jetzt ist das eine Schluffe, Alter. Ja, wenn ich Arbeit und so immer geschraubt habe, ziehe ich die dann immer schon gar nicht an, weil du musst ja eh wieder dran. Ich habe auch mir so einen Teppich vor und dann laufe ich immer so auf den Teppich, weil ich dann auch keine Lust habe, die anzuziehen. Ah, so. Scheinwerfer auch schon wieder drin, ja? Ja, das ist jetzt nur so, ich muss jetzt zum Motoreinbau eh wieder raus. War nur so, weil ich es mal, weil ich bin immer so, wenn es hier nicht rumliegt, kann es auch nicht kaputt gehen, deswegen schraube ich es lieber einmal an. Das ist so mit den Verbreiterungen, das letzte Mal, selbst die Verbreiterung kam ja schon mal neu, die waren ja mal lackiert. Der ist auch noch zur Zeit, Schande über mein Haupt, jetzt weiß ich gerade nicht, wie er heißt. Also den hat nicht Artium gemacht, das war noch eine ganz andere Zeit. Ist ja auch beschichtet, ne? Also das ist nur auch, laminiert, ja. Genau. Aber ich hatte auch alles, also ich hatte sogar Wischerarme mit, also, ja. All in. Genau. Also, sorry, warte mal, Batterie hast du gerade noch gesagt? Ja, Batterie ist dahin und dafür den Tank halt weg. Es ging dann ein Jahr gut. Ich das hatte dann aber doch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Das ist die gute Noco-Batterie, die eigentlich schon in den Dreier Golf sollte. Ah, okay. Da die aus dem Dreier Golf aber tapfer am Wörter sie wieder durchgehalten hat, haben wir sie jetzt einfach erstmal hier rein. Ja, das heißt, die Batterie kann tatsächlich 700 Ampere schon bei 2 Kilo.
Ja, krass. Falsch, 700 Ampere, nicht Amperestunden. Amperestunden, das ist ja nicht ganz so viel. Also richtig Wumms haben. Aber sitzt doch perfekt da, oder? Ja, ich habe die Pole da eingedreht, dann kann ich halt gleich zum Anlasser und zur Lichtmaschine die dicken Kabel möglichst kurz. Vor allem, sie ist halt von der Position her für einen Frontantrieb Auto nahezu perfekt, weil halt vor der Achse. Wiegt aber eh nichts, aber das ist eigentlich auch egal. Ja. Drüben soll halt wieder Kurbelgehäuseentlüftung und Wasser mit der Null hin. Das war hier? Ja, den lasse ich. Den lasse ich Alex noch einmal für dich bitte neu investieren. Okay. Da wird es leider noch einen Chrombohrer geben. So, das war halt damals in der Zeit nicht mehr möglich, da noch eine Position zu finden mit dem Dash-Zeug da wieder durch und von oben in den Tank rein. Und ansonsten, ja, so mal gucken, die Kabel wollte ich alle möglichst weit unten halten auf dem Träger, dass man das von oben maximal sauber hat. Deswegen ist auch der Behälter da oben hin. Also wenn das jetzt vom Pulver alles wieder da ist, dann kann ich den Motor tatsächlich, würde ich dann auch schon reinstecken, Radnamen ran, dann ist er rollbar eigentlich und dann würden wir uns mit dem Rest beschäftigen. Ja, Motor ist ein guter Punkt. Engine! Ja, also bevor wir zum Engine gehen, ich muss nochmal anheben. Ja, die ist jetzt halt schon eine Weile im Kofferraum gewandert, deswegen sieht die so aus, wie sie aussieht. Und der Rand ist halt ein bisschen zu breit, den muss ich noch ein bisschen dünner machen. Und das wäre auch das Einzige, was mir so aufgefallen ist, dass ich den Rand ein bisschen zu breit finde. Findest du? Ja, ein Stück. Ich habe, glaube ich, 30 mm sind das geschätzt, und aber 20 hätte es auch. Ja, also, ja, 20 weiß ich gar nicht. Ich glaube eher 25, vielleicht. Aber ich finde ihn so ein ganz, ganz kleines bisschen zu dick. Autos machen ihn noch breiter, ja, weil die wollen halt weder geblendet werden, noch abgelenkt werden. Noch ja, was klar, was. Klar. Die machen, man kann ja auch nur so einen Spalt frei. Die machen den eher noch, also ich finde ihn auch nicht zu breit. Ja, es muss halt nur vorne dazu passen. Also ja, klar, vorne halt auch 30 ja, machen. Ne? So, ne, was hat denn die, wie viel ist das hier? Es soll ja optisch eigentlich diese Dichtung sein. Ja, 28. Ja, süße. Ja, dann diese Carbonplatte halt aber noch. Ich glaube aber, wenn das fertig ist, mit den Scheiben wird das richtig geil aussehen. Das ist jetzt auch so das letzte Schlimme, ehrlich gesagt. Der Rest ist jetzt wirklich nur zusammenschrauben. Die Scheiben, da werde ich auch, denke ich mal, Mike noch einmal für anbetteln, dass er mich einmal besucht. Und cool. Thema ist noch Hinterachse, kommt später. Das heißt, ich würde sagen, wir fahren mal rüber und gucken uns den Motor mal an. Machen. Das heißt, VR6 bleibt hier auf jeden Fall erstmal drin, aber bevor der rein kann, wolltest du ihn auf jeden Fall auch nochmal einmal aufmachen, jetzt wo wir beim Oma-Golf gesehen hatten, dass der Kopf schon ziemlich, ich sag jetzt mal, von Sitzen her verschlissen war, hier lieber einmal reingucken. Genau, also nach Paul hatte ich dann ja nie wieder Kompression gemessen, vor Paul war es aber noch okay, aber trotzdem hat er jetzt echt auch schon ein bisschen was gesehen, so, ne? Ja. Relativ, also Prüfstandsläufer hat das Auto ja bestimmt, weiß ich nicht. Vor allem, ich überlege gerade, der müsste sogar eigentlich sogar noch mehr gesehen haben als der Oma-Golf, ne? Ich würde ihn aber auch nicht revidieren, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fahre ihn dann kaputt. Also, ja, weil das ist was dann, was, wo willst du da jetzt wieder anfangen zu revidieren? Also, ja, ja, klar. Kolben beschichten und so. Ach, nee, das waren ja eh so abgedrehte Dinger. Okay, ja, wir beamen uns einmal kurz rüber. Schauen wir uns mal an, alles klar. Ja. Ready? Läuft? Set? Ja, go? Ja, okay, ja. Weil keine Lampe an ist. Wo soll die Lampe an sein? Ja, ich traue immer noch drum, dass wir diesen Rollbahn, ich glaube, die Leute kennen den noch gar nicht. Nee, es wäre jetzt auch das Erste, was ich gesagt hätte. Wir hatten zur Essen Motorshow ein Video angefangen, wie wir diesen Motorständer bauen. Das heißt, eigentlich war der Plan für die Essen Motorshow, für euch in der Halle ein VR Turbo zu haben, mit Gaspedal, mit EMU, mit allem, den wir laufen lassen können. Deswegen haben wir diesen dezenten, massiven Halter hier gebaut. Halter, Rollwagen. Ja, so ein bisschen so, sieht aus wie so ein Berufsschulwagen, ne? Ja, ja. In der Schule sahen die auch so aus. Den müssen wir aber auf jeden Fall nochmal zu Ende bringen. Ja, leider war einfach keine Zeit mehr dafür, ne? Ich war ja bis zum vorletzten Tag beim Lackierer jeden Tag. Willst du bis zu den PS-Days den Motor wieder drin haben? Eigentlich, ja. Oder wollen wir den so da reinschieben? Nö, eigentlich soll er da schon wieder drin sein. Finde ich auch cooler. Echt? Ja, also ich finde, ich habe jetzt genug hin und her geschoben auf den letzten Messen. Jetzt würde ich ihn eigentlich gerne mal reinhängen. Ich persönlich sehe Motoren immer lieber ausgebaut. Mal gucken. Aber wenn er richtig geil aussieht und so, dann vielleicht auch. Aber dann muss er trotzdem sonst fertig sein mit Lader, Kummer und so weiter. So, also, grober Plan. Ähnlich wie der Oma-Golf-Motor hat das Ding ja auch perfekt durchgehalten. Immer wieder krass bei den VR-Motoren. Scheinbar zumindest. Der Lagerschein habe ich noch nicht geguckt, aber er hat bis zum Ende funktioniert, Öldruck gehabt, von daher gehe ich da erstmal von aus. Ja. So, also das ist wirklich bei den Kisten immer, immer krass. Plan hierfür ist grob genauso wie bei Oma, Kopf einmal revidieren, das heißt, der geht einmal zu NG, Sitze nachschneiden, dann müssen wir wieder ein Tischspiel machen bei dem auch, ne? Wegen mechanischen Nockenwellen. Dann auch dort Auslasskanal beschichten. Das hat übrigens am Wörthersee echt gut funktioniert, finde ich. Also wir hatten zumindest keine Momente, wo Oma Golf jetzt rückwirkend, ist mir das eingefallen. Wir hatten die Kanäle Keramik beschichtet, damit die Hitze mehr im Auslass wieder rausgeht und gar nicht erst ins Kühlwasser geht. Und dafür, dass es schon warm war, also wir hatten ja schon 25, 28, 30 Grad,
war es zumindest nie so, dass es kritisch wurde mit dem Auto. Mhm. Jetzt war der Stau nicht ganz so krass wie sonst, aber ich bin der Meinung, es hat schon funktioniert. Weil die Abgastemperatur ja theoretisch höher sein müsste. Ja, genau. Mhm. So. Wobei das immer, ja. Ja, nach Außentemperatur. Ja, je nachdem, wo man es misst, weißt du, ein bisschen näher weiter. Und so, ja. Und so weiter. Das heißt, der Kopf bleibt 1:1, kriegt nur eine Revision. Den Block lassen wir auch 1:1. Für mich, sei denn, du sagst mir gleich was anderes. Aber für den lassen wir auch 1:1. Das sieht erstmal so aus, dass es okay. Wenn alles Taco ist. Und dann ist nur der Plan Turbolader etc. Da kommen wir gleich zu. Aber wir gucken uns erstmal an, wie das Ding so aussieht. Genau, ich habe es extra noch nicht runtergenommen, damit Chef auch gucken kann. Du siehst aber ja hier auch, hier fehlen die Nieten. Also das war eine Kopfdichtung, die wir mal zum Auflitern benutzt haben. Deswegen ist die jetzt leider in ein paar Teile zersetzt. Ja, echt? Ich habe sie so auch schon benutzt. Ja, es war wie immer irgendwie ein Freitag. Wir hatten keine Victor Reins mehr. Ist noch eins? Ja, ist noch eins. Ne? Ja. Und die hatten wir mal irgendwie zerlegt zum Messen. Und so lange ist die da schon drauf. Also wir haben das dann so gefahren. Warum auch eigentlich nicht? Weil es drückt ja eh zusammen. Ist eigentlich egal. Ne? Ja, ich kann mir höchstens noch erklären, dass das eine Dichtung war, die Björn mal zerlegt hatte. Möglich. Weil wir auch den Motor gemacht hat, ne? Hier quasi die Ringe anzugucken. Das mag sein. Ja. Wo die Ringe hier so reingereicht. Und das Einzige, was mir jetzt halt, wie gesagt, letzte Woche, ich hatte ihn ja alleine runtergenommen, aufgefallen war. Das hier sieht auch schon alles. Genau, als wenn das da so reingedrückt worden wäre. Als wenn der Ring quasi, genau, hier, krass. Reingeschnitten hat. Ob das jetzt daran liegt, dass die in mehreren Teilen war? Ja, das ist ja für die Stelle eigentlich egal, würde ich mal behaupten. Das war das Einzige, was ich mir so... Hier sieht man, das ist schön. Dass die mittlere Schicht da komplett wie durchgeschnitten ist, ne? Wie sah der Kopf aus? Einmal frei. Also ja, also ich meine jetzt so, da hast du jetzt keine nee, an der nicht Stelle... irgendwas weggeschoben oder so. Das, nee, da gar nicht. Auch nicht irgendwelche... Ich habe jetzt auch nichts irgendwie vom Klopfen oder... Vor allem auch hier, ne? Ja, das ist auf fast allen Zylindern ist das der Fall, ja. Boah, krass. Hier. Ja. Also hier ist es ja wirklich... Entweder ist die Dichtung schlechter als ein L-Ring, mhm. Ne? Mir kommt auch diese Schicht gerade so ultra dünn vor. Habe ich mir auch den Tag schon gedacht. Als wenn das eher eine Alu-Schicht ist oder so. Das wird vom, ja, haben wir Magneten hier, wird vermutlich Alu sein. Nee, Stahl. Okay, ja, da würde ich ehrlich gesagt definitiv auf eine andere Dichtung gehen. Wobei dann die Frage ist, ob für die andere Dichtung der Ringdurchmesser halt passt, ne? Ja. Wird ja seinen Sinn gehabt haben, dass Björn diese Dichtung zugeteilt hat. Ja, oder? Aber es hat ja nicht funktioniert, wie süß. Bringt ja nichts. Also dann würde ich eher riskieren, dass der Ring ein bisschen an anderen Stelle drückt. Ja. Als so, weil gerade jetzt auf dieser hellen Zwischenschicht sieht man ja schon schön, wo der hier schon überall so ein bisschen reingedrückt hat. Also Brandspuren, ne? Also, so, also hier in Wasserkasten auf jeden Fall, gerade hier. Mhm. Also da hat er ja schon ordentlich durchgepfiffen. Zumindest auf dem Zylinder, weil so sieht das ja Taco aus, wobei die alle hier schon leicht so krass. Ja, oder stehen die Ringe zu weit raus, dass es zu viel Ringfunktion ist? Weiß nee. Also das haben wir definitiv überall gleich gemacht. Okay. Also dann wird die eher, 08, überall 08 genau, dann wird ne? Diese mittlere Schicht tatsächlich einfach zu schwach sein. Ja, vielleicht ist sie wirklich zu dünn, dass man es einfach wegdrückt. Weil bei der L-Ring-Dichtung war das ja nicht, ne? Nee, die vom Oma sah deutlich besser aus. Ja, nee, also da würde ich definitiv auf L-Ring gehen. Ja. Weil das ist ja, also ich sage auch, das war kurz vor knapp. Kann ja sein. Also ich glaube nicht, dass sowas hier noch... noch endliche, eine Saison noch, nee, endliche Leute, weil so ist es ja tatsächlich so, das kommt ja dann irgendwann raus und dann brennt das ja sofort weg. Das kann ja gar nicht mehr die Temperatur und so abgeben. Ne? Und wenn dann erstmal das weggebrannt ist, dann wird das Wasser jetzt immer weiter. Und hier sieht man ja auch schon, wie es richtig rausgeht, also wie die ganze Dichtung geschoben ist. So, ne? Wobei das auch der beschissenste Zylinder ist, das müsste Nummer 6 sein. Ja, nee, Nummer 1 meine ich. Genau, da ist das auch die Stelle, wo der Stehbolzen am schwächsten ist. Also hier. Ne? Ja, was man im Motor natürlich jetzt ansieht, der stand jetzt ja quasi ein Jahr auf der gleichen Stelle, ne? Ich habe mir letzte Woche mal so das erste Mal durchgedreht. Da siehst du halt wahrscheinlich so ein bisschen den Rand. Ich denke mal, da würde ich einmal so ein bisschen mit Bären. Ja, kann ich gewesen sein beim OT-Stellen mit polnischen Trick oder mit der Messuhr. Ich weiß nicht, wie war das, wobei so doll bin ich da eigentlich. Nee, so doll eigentlich nicht. Vielleicht aus der Vergangenheit schon, weiß ich nicht. Kerzen sahen alle gut aus. Ja, stimmt, das sind ja immer noch diese alten Kolben. Ja, ja. Die anderen haben es ja auch nicht. Und Kerzen sahen auch echt top aus. Aber ich weiß noch, so ganz, ganz, ganz früher hat man immer gesagt, boah, Ethanol, das wäscht die Zylinder aus. Das sieht alles kacke aus nach kürzester Zeit, aber das sieht ja wirklich einfach Taco aus, ne? Ja, vorhin hat der Motor auch ein bisschen was gesehen, so, ne? Eigentlich. Also man sieht ja komplett noch den hohen Schliff. Ja. Also das würde ich auch 1:1 alles einfach so lassen. Also ich würde noch nicht mal rausnehmen. Also ich würde Lagerschein würde ich mal angucken, wenn ich eines Tages hier irgendwie mal dann rausnehme. Ja. Wobei ich die bis zum Schluss ja öfter...
Also du kontrollierst es ja nie. Nee. Ich habe fast vor jedem Event einmal Schein geguckt, einfach weil ich ängstlich war. Aber ja, ich denke mal, man sieht es A am Öl beim Rauslassen und B am Öldruck. Mhm. Weil Lagerschein ist immer Öldruck. Mhm. Aber es ist hier tatsächlich genauso wie bei Oma, dass die eigentlich weg sind. Mhm. Weißt du, die stehen ja eigentlich schon fast gar nicht mehr raus hier. Mein Opfer, das ist witzig, obwohl der Kopf... Vor allem, guck mal, was ist ja auch gerade, wenn ich hier so rüberfasse. Mhm. Ja, also ist schon noch minimal, ja, aber nicht mehr 2/10. Ja, genau. Ja. Und hier, das ist die Stelle, die so dünn war, da sieht man es ja so auch schon. Das ist ja die Stelle, wo auch, sag ich mal, die Leute früher den Block weggebrochen haben. Das ist der Zylinder. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass bei dem Oma-Block Björn den Durchmesser größer gestochen hat. Mhm. Und dadurch diese Breite hier breiter ist und somit die Dichtung mehr Fleisch hat und deswegen nicht so schnell wegabschneidet. Mhm. Ja, aber hier würde ich auch einfach nur Ringe machen, einmal mit Steine rüberziehen. Genau, ja, ich muss ein bisschen aufhübschen, muss ich anderes Getriebe wieder dran. Und fertig. Und dann will man den da. Dann ist Plan, Motor, Kopf kommt von NG wieder, Kopf drauf, Krümmer drauf, dann Krümmer abschneiden, kommt neuer Lader drauf. Mehr können wir nicht verraten. Genau, man muss ja mal gucken, ob ich das Auto dann noch einmal schnell zu Benny bringe oder ob ich das zu Hause mache, das weiß ich noch nicht. So, und dann hat der Kollege Ben, Don Oktan, mal wieder was Schönes geschickt hier. Ist allerdings ein allererster Prototyp, also die eine oder andere Frässpur wird bestimmt noch verbessert. Genau, ich glaube auf dem R32 fährt es jetzt schon manch einer, ne? Ich glaube Wappler zum Beispiel jetzt auf dem R32, aber auf dem 12V bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, aber sieht schon echt irgendwie geil aus. Sieht edel aus. Ist halt so ein bisschen 15 in der Optik so, ne? Ja, ja. Wir sind uns nicht sicher, da werden jetzt die Diskussionen gleich losgehen. Die alte Brücke, die drauf war, war auch eine von Ben bzw. Marcel P. Motorsport. Die machen das ja zusammen. Das war eine mit Spalt hier drin. Da haben wir ganz lange drüber diskutiert schon mal. Man hat ein Volumen, hat ein, ich sag jetzt mal, Konus, ein Rohr, wo die Luft reingeht und dazwischen ist ein Spalt. Dieser Spalt ist berechnet darauf, dass alle Zylinder dahinter, weil halt geometrisch gesehen die Luft ja nicht gleichmäßig strömen kann, gleich die Zylinder versorgt. Das hat auch perfekt funktioniert. Kerzenbild war auf jeden Fall gut. Ja. Weil alle Kerzen immer die gleiche Farbe hatten. Das heißt, alle Kerzen hatten die gleiche Menge Luft und die gleiche Menge Kraftstoff. Wir sind uns aber nicht sicher, was halt bei so einem Motor wirklich bei 8.000, 9.000 Umdrehungen passiert mit 3 Bar Ladedruck, ob nicht irgendwann dieser Spalt einfach dicht macht, zumacht. Soll eigentlich nicht der Fall sein. Praktisch, Oma fährt ohne. Hier kommt jetzt auch eine Brücke ohne Spalt rein. Das heißt, die Luft geht einfach nur volles Ballett in den Zylinder rein und fertig. Bei mir ist ja auch immer so, 30% Funktion, 70% muss gut aussehen. Ja. Das sieht halt einfach gut aus. Ja, das sieht richtig gut aus. Gerade so mit der Verschraubung. Ja, so, ne? Ich habe es bei ihm da damals gesehen und dachte, okay, sowas brauche ich irgendwie. So, jetzt ist halt die Frage, wie das Ganze am Ende sitzt. So, aber es sieht ja tatsächlich eigentlich ganz gut aus. Ne? Ja, wir können es sogar drauflegen. Ein bisschen tricksen kann man am Kühler und so noch. Also ich würde jetzt ungern das ganze Konstrukt neu bauen. Nicht ungern, sondern du hast mehrfach gesagt, für kein Geld der Welt. Ja, ja. Also es gibt ja noch einen Endtraum für dieses Auto und das wäre, dass der Turbolader irgendwann mal, das Traum, ja, der Traum. Ja, passt schon. Dass der Turbolader irgendwann mal in diesem Bereich hängt. Dafür würde ich es vermutlich nochmal alles umbauen, aber jetzt für so einen Zwischenschritt das schon umbauen eigentlich ungern. Aber guck mal, das waren schon echt ein paar Tage. Wir haben jetzt leider gerade den Kopf nicht hier, aber die Brücke kann ja unmöglich noch tiefer hängen, oder? Nee, die wird eher ein bisschen... Weißt du, weil du hast ja mit dem Halter hier verbaut gehabt. Hier ist ja die Kopfschraube. Ja, ja. Die ist ja außerhalb des Blockes. Also ich würde sagen, ziemlich genau so wird sie irgendwie sitzen, ja. Und von der Höhe her? Ich glaube, es passt so ganz gut, wie es jetzt hast. Vielleicht sogar einen Tucken höher. Okay, ja, aber das ist ja dann machbar. Ja, ja, also fehlen jetzt noch so Sachen wie Riemenspanner, genau, Problem Lichtmaschine... Ist, Problem ist Lichtmaschine, da gibt es aber einen speziellen Halter vom 4er, 2.8er, ne? R32, da sitzt die Lichtmaschine ein bisschen tiefer und dann sieht das ja tatsächlich so aus, als wenn die Brücke passen würde. Wäre schön. Ja, ja gut, Drosselklappenanbindung wird man umbauen müssen, das wird nicht passen. Ja, okay, aber das, aber Rohr das ist ja... Noch, das Rohr ist, wollte ich gerade sagen. Das ja dann da hinten eh auch einen Schlauch weg, ne? Ja, hatte vielleicht Vorteile, hatte Nachteile, der Schlauch, weiß nicht, also abgeflogen ist es ja nie, aber, ja, aber ich würde da am liebsten auch eine Schelle hinsetzen. Wenn wir sie jetzt bei Oma weggemacht haben, dann würde ich sie auch wegmachen. Ja. Ja, ich weiß noch, was das mit dem war mit dem Kühler. Ja, der Kühler war echt kacke. Auch allgemein dieses Auto zu kriegen, weil das ist ja 120 oder so, hat der hier ja fast nur, oder 110 oder so. Das war so schlimm, wenn ich umgegenfahren würde. Ich würde als erstes an diesen Kühler denken, wirklich. So, wenn das idealerweise so Auto auf den Trailer gefahren, ausgestiegen, Trailer steht schräg und in die Seife, ja, volles Ballett reingerollt. So, ne? Ich habe da jetzt so beim 24-Stunden-Rennen dran gedacht, als die da der Reihe nach eingeschlagen sind, oder der Reihe nach nicht, aber einige, ich dachte so, boah, da ist alles breit vorne. Ey. Ja, die können ja zum Glück einfach, ja, in den Trailer, trotzdem, du kannst es einfach in den Container kippen, ne? Das ist einfach Feierabend. Ne? Okay, ja,
So ist der, Plan. Wenn du zu NG fährst mit dem Kopf, nimm auf jeden Fall die Brücke mit. Wegen Kanalgröße hier. Genau, ja, die können auch den Kanal sogar fräsen von hier. Mhm. Dann können sie das gleich anpassen. Wenn der Kopf wieder da ist, Kopf drauf und dann steigen wir ins Video wieder ein, wenn hier dann so losgeht mit Turbolader etc. Genau, wenn es technischer wird, ne? Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und bis spätestens zum Testes. Hoffentlich. Ciao.